Geschichten. Mein Mann ging mit seiner Freundin weg und ließ mich mit 20.000 Dollar Schulden zurück. Dann sagte mein 10-jähriger Sohn: Bitte stellen Sie sicher, dass die Rückzahlung des Darlehens erfolgen wird. Während ich bei der Arbeit war, erschien plötzlich eine unerwartete E-Mail. Als Greg sie schnell erreichte, begann er ruhig zu erklären: Oh, es tut mir leid, aber ich habe mich in eine andere Person verliebt und beschlossen, ein neues Leben mit ihr zu beginnen. Außerdem offenbarte er seinen Plan, das kürzlich in meinem Namen gekaufte Luxusauto mitzunehmen, obwohl es mit einem Darlehen finanziert war. Trotz meiner Versuche, ihn davon abzubringen, ignorierte mich mein Mann, beendete abrupt das Gespräch und wurde unerreichbar. Am Ende verschwand Greg mit seiner Geliebten und hinterließ eine beträchtliche Schuldenlast. Als Mutter unseres 10-jährigen Sohnes hätte ich mir nie vorstellen können, in so eine ungerechte Situation zu geraten. Ich war ratlos und wusste nicht, was ich tun sollte. Mein Kopf war wie leer. Mit 35 Jahren heiße ich Hannah und mein Mann Greg ist im gleichen Alter. Wir waren eine Familie von 3 Personen, einschließlich unseres klugen 10-jährigen Sohnes Ryan. Ryan hatte von klein auf bemerkenswerte Intelligenz gezeigt, las Artikel über Computer und fragte mich nach meiner Meinung zu komplexen Themen. Im Gegensatz dazu war Greg instabil und hielt nie einen festen Job. Trotz meiner Vollzeitarbeit und meiner Sorgen um unsere Zukunft hatte Greg in den letzten 3 Jahren ein stabiles Einkommen erzielt. In letzter Zeit sprach Greg davon, als Familie Erinnerungen zu schaffen, was uns dazu brachte, den Kauf eines 35.000 Dollar Wohnmobils zu beschließen. Aufgrund von Gregs Unfähigkeit, die Finanzprüfung des Darlehensunternehmens zu bestehen, nahm ich letztendlich das Darlehen für das Auto auf. Am lang erwarteten Tag der Lieferung des Wohnmobils. Ich erhielt eine abrupte E-Mail von Greg, in der er erklärte, dass er den Pfand dankend annehmen würde, da das Darlehen auf meinen Namen lief und ich mich um die Rückzahlungen kümmern müsste. Verwirrt rief ich sofort meinen Mann an, nur um ihn gestehen zu hören: Nun, ich habe mich in eine andere Frau verliebt und beschlossen, mit ihr zusammen zu sein. Es sollte nur eine Affäre sein, aber es wurde ernst, also denke ich darüber nach, mein Leben mit ihr neu zu beginnen. Tschüss. Er erwähnte die Scheidungspapiere, die wir während eines früheren Streits besprochen hatten, und erklärte, dass er sie einreichen würde. Dann beendete er einseitig das Gespräch. Dieser Austausch markierte das erste Mal, dass ich erkannte, dass Greg mich betrogen hatte. Der schockierende Schlag und meine anschließenden Versuche, ihn zu erreichen, blieben erfolglos. Als ich von der Arbeit nach Hause kam und die Schublade überprüfte, waren die Scheidungspapiere bereits weg, was mich mit einer erheblichen Schuldenlast von 35.000 Dollar überforderte. Trotz meiner wiederholten Versuche, meinen Mann per E-Mail und Telefon zu erreichen, erhielt ich nie eine Antwort. Ryan bemerkte mein ungewöhnliches Verhalten und kam nach dem Abendessen besorgt zu mir: Mama, was ist los? Du hast in letzter Zeit nicht viel gegessen. Geht es dir gut? Oh, ja, vielleicht bin ich nur müde. Wenn Leute lügen, schauen sie nach rechts. Lügen ist schlecht. Ich habe bemerkt, dass Papa seit 3 Tagen nicht zu Hause ist. Ist etwas zwischen euch beiden passiert? Erschrocken von Ryans scharfen Worten, holte ich tief Luft, um mich zu beruhigen. Ich fühlte, dass ich die Wahrheit nicht länger verbergen konnte und entschied mich, Ryan alles zu erzählen. Wie konnte Papa so etwas tun? Bist du nicht traurig? Nein. Ich habe irgendwie verstanden, wie die Dinge laufen. Ryan, der offenbar die Zukunft vorhersehen konnte, schien unbekümmert über die Scheidung seiner Eltern zu sein, aber ich wusste, dass er sich im Herzen traurig fühlen musste. Während Ryan still war,
entschuldigte ich mich in Gedanken bei ihm. Ich bemühte mich verzweifelt, nicht an die schrecklichen Ereignisse zu denken, aber mein Körper war ehrlich und allmählich verschlechterte sich meine Gesundheit. Es war eine Schulung am Arbeitsplatz für diesen Tag geplant, aber ich konnte nicht aufstehen und endete gekauert am Boden. Entschuldigung, ich kann jetzt nicht aufstehen. Ich muss eine Pause machen. Ich hörte die Stimmen meiner Kollegen voller Besorgnis, aber ich konnte nicht antworten und fiel in Ohnmacht. Als ich das Bewusstsein wieder erlangte, fand ich mich in einem Krankenhauszimmer wieder. Der Arzt stellte eine Diagnose und sagte, dass ich weitere Untersuchungen benötigte und ins Krankenhaus aufgenommen wurde. Hannah dachte, ich fühle mich so erbärmlich. Es soll nur emotionaler Stress sein. Ich schaute auf die Infusion in meinem Arm und die weiße Decke des Krankenhauses, und Tränen begannen natürlich zu fließen. In diesem Moment rannte Ryan, der normalerweise ruhig ist, mit einem äußerst besorgten Gesichtsausdruck in den Raum, was mich dazu brachte, schnell meine Tränen abzuwischen. Mama, was ist passiert? Ist es ernst? Du wirst doch nicht sterben, oder? Natürlich nicht. Ich würde meinen lieben Sohn niemals allein lassen. Ah, das ist gut. Ich wurde von deinem Lehrer in der Schule angerufen und mir wurde gesagt, dass du ins Krankenhaus gebracht wurdest. Ich war so schockiert, dass mein Herz fast stehen geblieben ist. Ryan ist normalerweise reif für sein Alter, aber er ist immer noch erst 10 Jahre alt. Ich fühlte einen starken Entschluss, mich um seiner Willen zu verbessern, aber mein Zustand war schlimmer als ich dachte. Ich wurde mit einer schweren Krankheit diagnostiziert und der Arzt riet, dass ich so schnell wie möglich operiert werden sollte. Bitte treffen Sie schnell eine Entscheidung, sagte der Arzt. Nach seinem Rat unterzog ich mich einer Operation. Als ich entlassen wurde, war es schon 1 Monat her, seit Greg gegangen war. Als ich nach Hause kam und den Briefkasten öffnete, fand ich einen Mahnbrief für die Autokreditrate. Hannah dachte, dass die Rückzahlung automatisch von meinem Konto abgebucht werden sollte. In Panik überprüfte ich den Kontostand mit meiner Geldkarte, und das ursprünglich 20.000 Dollar Guthaben betrug jetzt nur noch 33 Dollar und 90 Cent. Hannah dachte, Greg hat das getan. Ich möchte ihn bitten, das Geld zurückzugeben, aber ich kann ihn nicht kontaktieren. Was soll ich tun? Da ich den Fan nicht habe, kann ich ihn nicht verkaufen. Seit Greg gegangen ist, schien alles in eine schlechte Richtung zu gehen, und mein Gemütszustand sank weiter. Traurig über meine Pechsträhne legte Ryan seine Hand auf meine Stirn. Du siehst blass aus. Geht es dir wieder schlecht? Du scheinst aber kein Fieber zu haben. Ich bin körperlich in Ordnung, aber weißt du, dein Vater hat nicht nur das Auto mitgenommen, sondern auch all unser Erspartes. Ich kann aufgrund meines körperlichen Zustands nicht arbeiten und jetzt haben wir kein Geld. Ich bin ratlos. Ich verstehe. Dann werde ich Zeitungen austragen und im Internet nachsehen, ob es irgendeinen Job gibt, den ich machen kann. Ermutigt von meinem 10-jährigen Sohn sagte ich mir, dass es keine Zeit war, traurig zu sein. Entschuldigung, dass ich dich beunruhigt habe. Ich kann es mir nicht leisten, schwach zu sein. Ich werde meine Einstellung ändern und versuchen, das Beste zu tun, was ich kann, sagte ich lächelnd zu ihm. Ryan lächelte auch zurück und sagte dann etwas Unerwartetes. Lass uns planen, wie wir das Auto von Papa zurückbekommen. Wie können wir das machen? Der Fan ist auf deinen Namen registriert, richtig? Aber und dann? Vielleicht können wir. Ryan schlug eine Idee vor, die ich mir nicht einmal vorstellen konnte. Ich hätte nie gedacht, dass so eine Idee existieren könnte. Ich habe auch keine Ahnung, wo dein Vater ist.
Dann lass uns mein Telefon überprüfen. Vor einem Monat, als wir... Ryan fühlte sich verloren bei unserem Familienausflug. Überraschenderweise fühlte sich Ryan, der normalerweise sehr zuverlässig ist, verloren, als wir damals ein Kinderhandy kauften. Er schlug vor, eine GPS-App darauf zu installieren, die sowohl Greg als auch ich zugreifen könnten. Mit dieser App kann ich sehen, wo Papa sich in Echtzeit aufhält, und er ist viel unterwegs. Ach so, aber was, wenn wir ihn finden und er nur etwas Vages sagt und wieder entkommt? Während ich darüber nachdachte, lächelte Ryan und machte einen interessanten Vorschlag. Mach dir keine Sorgen, ich habe bereits Vorkehrungen getroffen. Was er gerade sagte, erstaunte mich. Ryan handelte eigenständig, während ich im Krankenhaus war, und erreichte etwas Unglaubliches. Ich kann nicht glauben, dass ein so intelligentes Kind von mir stammt. Verstehend, was Ryan sagte, war ich einfach erstaunt, dass er davon gehört hatte. Gregs Geliebte ist also dabei. Gut, lass uns Papa, der uns betrogen hat, eine Lektion erteilen. Okay, fangen wir sofort mit dem Plan an. Zusammen mit meinem Sohn bereitete ich mich auf diesen Moment vor. Hannah dachte, mit Ryan an meiner Seite bin ich unbesiegbar, bring ihn überall hin, jederzeit. 3 Tage später klingelte mein Telefon. Ah, ich bin es. Bitte, ich brauche deine Hilfe. Oh, wer könnte das sein? Bist du es, Dee? Es ist dein Mann. Offensichtlich werde ich von der Polizei über dich befragt. In diesem Tempo könnte die Polizei mich bitten, freiwillig zur Polizeistation zu kommen. Hilf mir, oh. Warte einen Moment. Dann ging ich sofort mit meinem Sohn zu dem Ort, wo Greg war. Zu meiner Überraschung war es ein Waldpark in der Nähe unseres Hauses, wo wir oft campten. Es war möglich, dass Greg von der Polizei vor seinem Auto befragt wurde. Er sah verwirrt aus, und ich fühlte mich erbärmlich. Ich seufzte und sagte der Polizei, dass wir als Paar reden müssten, und bat sie, für eine Weile zu gehen. In diesem Moment wirkte Greg unbehaglich, beobachtet von den Leuten um uns herum, und bat Ryan und mich, ins Auto zu steigen. Im Auto saß Gregs Geliebte mit übereinander geschlagenen Beinen und schaute uns an, aber das war nicht mehr wichtig. Tut mir leid deswegen. Danke, dass du gekommen bist, aber warum tauchte die Polizei plötzlich bei mir zu Hause auf? Ich habe das nicht verstanden. Das liegt daran, dass ich einen Bericht über den verschwundenen Fang gemacht habe. Was? Warum hast du das getan? Es ist doch offensichtlich, oder? Mein Auto wurde gestohlen. Greg dachte törichterweise, dass Handlungen zwischen Ehepartnern nicht kriminell sein könnten, und sagte unsinnige Dinge. Aber die Welt ist nicht so einfach, weißt du. Du hast die Scheidung eingereicht, erinnerst du dich? Also sind wir jetzt Fremde, und du fährst ein fremdes Auto ohne Erlaubnis. Das ist ein Verbrechen. Ryan hatte das alles herausgefunden. Typisch scharf wie immer bei dem Kind. Aber ich habe das Auto nicht gestohlen, ich habe es nur für einen Moment ausgeliehen. Oh, das ist schön. Ich würde mein Auto jetzt gerne benutzen, also könntest du es bitte zurückgeben? Das wäre sehr hilfreich. Während ich meine Hand ausstreckte und Greg bat, die Schlüssel zurückzugeben, übergab er sie widerwillig. Nachdem sie fertig waren und bestätigt hatten, dass es so war, kam Ryan ruhig zurück und begann zu sprechen. Hey, warum hast du deine Familie verlassen und dich entschieden, mit dieser Frau herumzuspielen? Überrascht von der Frage seines Sohnes war Greg nervös und kratzte sich unbeholfen am Kopf. Als Gregs Geliebte das sah, lachte sie überheblich und begann zu sprechen. Es ist, weil ich attraktiver bin als deine Mutter.
Sieh mich an, du kannst es sehen, oder? Er hat sich Hals über Kopf in mich verliebt und sich entschieden, seine Familie zu verlassen. Ich habe dich nicht gefragt, alte Dame. Papa, du antwortest. Mandy wurde von Röhrens strengem Tonfall zum Schweigen gebracht, aber Greg blieb still. Wenn du es nicht erklären kannst, ist das in Ordnung. Ich werde die Polizei zurückrufen und dich verhaften lassen. Warte, warte, okay, ich werde sprechen. Mandy ist vor 3 Monaten in meine Firma eingetreten. Wir fühlten uns zueinander hingezogen und wurden auf der Willkommensfeier für neue Mitarbeiter ein Paar. Später stellte sich heraus, dass Mandy schwanger war, und ich entschied mich, ein neues Leben mit ihr zu beginnen und euch zurückzulassen. Woher weißt du das alles? Nimm den Fun. Ich habe meinen Job aufgegeben und dachte daran, das Auto zu verkaufen, um Geld zu bekommen. Aber es schien, als würdest du es ziemlich oft benutzen, oder? Ich dachte, es wäre Verschwendung, es sofort zu verkaufen, also entschieden wir uns, eine Reise zu machen. Warte, woher weißt du das alles? Erinnerst du dich, als Ryan sich verirrt hat? Nachdem das passiert war, kaufte ich ihm vorsichtshalber ein Kinderhandy und installierte die GPS-App. Du hast vergessen, dass ich sie auch auf deinem Telefon installiert habe, also wusste ich die ganze Zeit, wo du warst. Übrigens, später fand ich von Ryan heraus, dass er sich bei unserem Familienausflug absichtlich verloren hatte, weil er ein Handy wollte. Ich war überrascht von Röhrens Fähigkeit, so strategisch zu denken und zu handeln, dass ich etwas nicht stimmte mit Papa vermutete. Also kam ich auf diesen Plan, um seine Handlungen zu überwachen. Du bist wirklich ein gruseliges Kind. Ich werde nie ein Erwachsener wie du sein, Vater, der wichtige Leute ohne zu zögern betrügt. Greg stand der harten Wahrheit gegenüber, dass Ryan ein bedauerlicher Erwachsener war, unfähig, sich dagegen zu verteidigen. Als ich Ryan sah, nur 10 Jahre alt, aber fähig, fest zu denken und zu sprechen, gab es mir als Mutter ein Gefühl von Stärke. Ich fühlte, dass ich nicht aufgeben konnte, besonders bei der Abwicklung der Dinge richtig auch die $20.000 zurückgeben, die du gerade von meinem Konto abgehoben hast. Das war unser gemeinsames Eigentum als Paar. Ich muss es nicht zurückgeben, nein, das Geld war das, was ich mühsam gespart hatte, seit ich allein war, schließlich kündigst du immer wieder deine Jobs mittendrin, also haben wir selten zusammen gespart, nicht wahr? Ich war schockiert zu erfahren, dass die $20.000 von Greg und seiner Frau verschwendet worden waren. Es war der Moment, als ich erleichtert war, mich von ihm scheiden lassen zu haben. Also, Greg hat die Polizei weggeschickt, aber wenn du mein Auto gestohlen und mein Geld benutzt hast, wird das ein schweres Verbrechen sein. Was ich gerade der Polizei geschickt habe, ist weit weg, also geht es sie nichts mehr an, richtig? Ich habe nur gesagt, dass wir reden würden. Ich habe nicht vor, meine Beschwerde zurückzuziehen. Ich sollte den Diebstahl meines Geldes noch zum Bericht hinzufügen. Mama, sollte ich jetzt die Polizei anrufen? Ich kann das mit nur einem Knopf auf meinem Telefon tun. Mandy, die Geliebte von Greg, beobachtete unser Gespräch, aber sie versuchte schnell aus dem Wohnwagen zu kommen. In diesem Moment ließ sie einen Schrei los, der durch die Gegend hallte. Der Grund dafür war, dass draußen vor der Autotür Mandys Eltern mit roten Gesichtern vor Wut standen, kurz davor, in Zorn auszubrechen. Sie erschrak und trat zurück, als ihre Eltern sie anschrien. Oh, entschuldige, seid nicht so wütend, aber warum seid ihr hier, Mama und Papa? Ich habe eure Eltern angerufen, bevor ich sie angerufen habe. Ihre Eltern wussten im Voraus Bescheid. Warum?
Die Wahrheit war, während meines Krankenhausaufenthalts, dass Ryan Gregs Büro besucht hatte und ihnen unter Tränen erzählte, dass mein Vater mit einer Frau weggegangen war, die wir nicht kennen. Und meine Mutter ist in Ohnmacht gefallen, als sie Ryan in seinem traurigen und fragilen Zustand sah. Die Leute im Büro von Greg verdächtigten Mandy, dass sie die Firma mit Greg verlassen hatte und Ryan gegeben hatte. Die Eltern von ihr wandten sich an Greg und Mandy, weil sie im Büro übermäßig freundlich waren und es Fotos gab, die sie zusammen bei der Willkommensparty für neue Mitarbeiter zeigten, wo sie wie ein Paar aussahen. Nachdem ich von den Leuten im Büro erfahren hatte, mit denen du zur Arbeit gefahren bist, besuchte ich die Eltern von Mandy zu Hause. Dort standen Mandys Eltern mit roten Gesichtern vor Wut. Ich ging dorthin mit ihrem Foto und ihre Eltern gingen raus, als ich besuchte. Dann erzählte ich ihnen alles, was passiert war. Heute habe ich die Eltern von Mandy kontaktiert und sie gebeten, in der Nähe zu warten. Wie konntest du das auf die schlimmste Weise mit mir machen? Ich will das nicht von dir hören. Meine Rede, wie groß dein Bauch aussieht, wenn das Baby in 3 Monaten geboren wird. Wann soll das Baby geboren werden? Warte eine Minute, das passt nicht. Als du meinen Mann getroffen hast, hast du dich vor nur 3 Monaten kennengelernt. Was passiert hier? Ist es nicht Zeit für das Baby, geboren zu werden, Greg? Als Greg das zum ersten Mal hörte, starrte er Mandy mit weit aufgerissenen Augen an. Warte, was bedeutet das? Bist du dumm? Verstehst du nicht, dass es etwa 9 Monate dauert von der Empfängnis bis zur Geburt? Das bedeutet, dass das Kind, das sie trägt, nicht deins ist. Du bist so dumm. Was meinst du damit, Mandy? Du hast mich betrogen, indem du mich fast entkommen ließest. Ich kann es jetzt nicht mehr vermeiden, dass ich gefangen bin. Du bist so naiv, dass du durch Lügen gar nicht sehen kannst. Ein echter Narr. Spott mich nicht. Mein ganzes Leben ist ruiniert wegen dir. Was hast du gedacht? Er und Mandy begannen einen hässlichen Streit, aber niemand griff ein und ließ sie das haben. In der Zwischenzeit haben wir erneut die Polizei kontaktiert, um die Situation zu erklären, wie sie ist. Es begann zu dunkeln. Der Waldpark war hell erleuchtet von den roten Lichtern der Polizeiautos. Nein, ernsthaft, ich lag falsch. Entschuldige, wirklich falsch. Es tut mir leid. Ich werde hart arbeiten und nie wieder betrügen. Also bitte, tu das nicht. Verhaft mich, Vater, Menschen ändern sich nicht so leicht, besonders nicht faule Menschen wie du. Genau, Ryan hat recht, ich kann dir nicht vertrauen. Überdenke deine Handlungen und bezahle für deine Verbrechen auf der Polizeiwache. Wenn ich verhaftet werde, werde ich nicht in der Lage sein, das Geld zurückzuzahlen. Ist das in Ordnung für dich? Kümmere dich nicht darum, mir zu bezahlen, nachdem du deine Sünden gebüßt hast. Nimm dir Zeit, ich habe bereits einen Platz für dich gefunden, um zu arbeiten. Mal sehen, ob rein Unterhaltszahlungen plus die $220.000, die du mir gestohlen hast, aufsummieren wird. Aber du wirst arbeiten und alles zurückzahlen. Ich hatte noch eine letzte Sache zu sagen zu Mandys Geliebtem. Du magst denken, du bist nur ein Zuschauer, aber vergiss nicht, dass du ein Komplize des Diebstahls von Greg bist. Sei darauf vorbereitet. Als ich ihnen sagte, dass Mandy bezahlen müsse, wenn Greg das gestohlene Geld nicht zurückgeben könne, erschrak sie vor Angst. Mandy bat ihre Eltern um Hilfe, aber sie lehnten ab und sagten, dass wir eine Tochter verleugnen, die anderen Probleme bereitet. So wurden Greg und Mandy zusammen in einem Polizeiauto weggebracht. Dank Ryans cleverer Strategie gelang es uns, Greg und seine geliebte Mandy zu bestrafen.
Obwohl sie kurz nach ihrer Festnahme freigelassen wurden, mussten sie mir hohe Zahlungen durch einen Anwalt leisten. Ich forderte 20.000 Dollar Schadensersatz zusätzlich und machte Greg zustimmen, 500 Dollar pro Monat Unterhalt für Ryan zu zahlen. Ich stellte Greg eine Unterauftragnehmerfabrik vor, in der ich arbeite, um Unterstützung und andere Gebühren zu fordern, die von seinem Gehalt abgezogen würden und auf mein Konto überwiesen wurden. Außerdem verkaufte ich den Wohnwagen und war von meinem Autokredit befreit. Seitdem hat sich meine Gesundheit deutlich verbessert und ich bin jetzt energiegeladen und engagiert bei meiner Arbeit. Ryan hat aktiv mit Haushaltsaufgaben und Besorgungen geholfen, und ich möchte weiter voranschreiten, damit Ryan seinen Weg gehen kann, den er liebt, ohne aufzugeben. Erzählt uns in den Kommentaren. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören. Bis zu unserem nächsten Treffen.